Die Sims 4 feiert seinen 5. Geburtstag und zu diesem Anlass haben die Entwickler neue Objekte zum Spiel hinzugefügt, die ich euch in diesem Video kurz vorstellen möchte. Beginnen wir zuerst mit den neuen Objekten im Baumodus, die ihr jetzt im Spiel nutzen könnt. An neuen Türen und Fenstern steht jetzt einiges Neues bereit. Diese 4 Bögen und Türen haben die Entwickler hinzugefügt, sowie diese 3 neuen Fenster im teilweise orientalischen Stil. Der neue Wandbelag ist zur Hälfte gefliest und zur anderen normale Tapete und ist in insgesamt 12 verschiedenen neuen Farben zu finden. An Optionen zum Bauen finden wir hier 2 neue Fundamentstile, eine neue Treppe mitsamt einem neuen Geländer und einem passenden Zauntyp. An Objekten haben wir insgesamt 7 neue erhalten, welche ihr hier sehen könnt. Für alle Spieler, die bei Inselleben die Inseltheke vermisst haben, diese wurde jetzt ebenfalls zurück ins Spiel gebracht. Jetzt folgt der Ersteller einen Sim-Modus, der ebenfalls ein paar neue Optionen erhalten hat. Für Männer stehen hier insgesamt 2 neue Oberteile bereit, Frauen haben insgesamt diese 4 neuen Gesamtoutfits erhalten. Männer können sich hier über diese neue Kufi-Kopfbedeckung, die Frauen über einen Hijab mit bunten Mustern freuen. Hier gibt es ebenfalls noch eine sportliche neue Variante. Kinder haben dieses neue Gesamtoutfit und 2 neue Oberteile erhalten, für Mädchen steht zudem noch diese neue sportliche Sporthose bereit. Und natürlich die größte Neuerung mit diesem Update, das neue Treppentool, mit dem man jetzt verschieden geformte Treppen erstellen kann. Hierzu ein kleines Tutorial. Wenn ihr den Regler mit dem doppelten Pfeil benutzt, könnt ihr einen neuen Treppenknick hinzufügen. Durch den unteren Drehpfeil ist es möglich, das Treppenende in eine andere Richtung zu verschieben. Und als letztes habe ich aus dem Spielcode die Weltenkarte und das Weltensymbol des neuen Gameplay Packs exportiert, welche so aussehen. Heute um 20 Uhr startet ebenfalls noch ein neuer Livestream der Entwickler, in dem das Gameplay Pack nochmal genauer vorgestellt wird. Was sind eure Gedanken zum neuen Update? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.